Proben, 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 Proben. So läuft das bei der Goldenen Kamera 2017. Und ja, meine Pappfreunde hier, James und Ed und ich, wir lungern hier so ein bisschen rum und gucken anderen Menschen bei der Arbeit zu. Steven, sitzt der Text? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, er sollte zumindest so gut sitzen, dass ich weiß, was ich tue. Vor allen Dingen bei einer Live-Sendung muss man ja auch ein bisschen improvisieren. Du musst auf eine Situation eingehen. Mir ist immer nur wichtig, dass ich so ein Wohlfühlgefühl bekomme. Am Ende bedeutet das immer, man muss Spaß haben. Ich habe total Spaß. Ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich. Das ist ja auch beeindruckend, was für ein Line-Up da angekarrt wird hier in die schönste Stadt der Welt, wenn ich das mal so sagen darf als Hamburger. Ich gehe da locker, entspannt, mit einer freudigen Aufgeregtheit ran und lass mich überraschen. Ich habe auch gehört, dass du dich auf eine Dame ganz besonders freust. Verrat doch mal welche. Nicole Kidman. Kennt sie dich schon von den Oscars? Ich habe sie auf jeden Fall schon mehrmals getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich an mich erinnern kann. Wäre natürlich großartig. Aber ich habe mir auf jeden Fall größte Mühe gegeben, dass sie mich hoffentlich in guter Erinnerung behalten hat. Ich werde das im Auge behalten. Ich habe mich outfitmäßig ein bisschen an die Sofagarnitur angepasst und zwar extra für Matthias Matschke, bei dem bin ich nämlich gerade in der Garderobe. Du hältst eine Laudatio. Bist du denn aufgeregt jetzt heute Abend? Goldene Kamera ist ja schon auch... Ja, ich war es bis gestern nicht. Dann habe ich verstanden, wer da so alles ist. Und damit wurde meinem Körper der Befehl gegeben, werde nervös. Und das ist er jetzt auch. Und das heißt, von da ist alles, wo es hingehört. Und da kommt auch Annette Frier. Ich mache gerade ein Interview, Annette. Ja. Matthias, das wird heute Abend dein letzter Auftritt sein. Ich weiß. Gut, tschüss. Ich mach die Tür zu, dann hört ihr uns noch besser. Ja, das ist schön. Weiter geht unsere Garderobentour. Jetzt bin ich bei Max Giesinger in der Garderobe und ich habe gerade erfahren, du ziehst heute das erste Mal nach 6 Jahren einen Anzug an? Was? Ja, verrückt, ne? Ja. Also ist ja auch ein schöner Anlass, ne? Aber ich habe das letzte Mal einen Anzug angehabt und der saß mir auch ganz, ganz fürchterlich. Das war während meiner Bankausbildung. Das ging 2 Wochen lang und seither anzugsfrei durchs Leben gekommen. Aber ich freue mich, weil heute ist ja auch was Besonderes und der Sitz ist auch ganz gut. Es ist... sieht cool aus. Bist du eigentlich aufgeregt dann in so einer Fernsehshow? So ein Ticken bin ich schon nochmal aufgeregt dann, ne? Weil dieses Live-Business, das kenne ich ja schon seit Jahren. Ne? Beim TV musste einfach von 0 auf 100 am Start sein und dann sitzen da ja auch noch ein paar Leute, die man auch schon ein bisschen kennt. Ne? Ed Sheeran ist ja da, bin ja auch großer Fan seiner Musik und das ist schon aufregend. Da geht das schon ein bisschen die Pumpe. Und heute Abend, Dinnerparty? Da gehe ich auf jeden Fall hin. Wir hatten ja gestern großen Tourabschluss. Wir waren auf der längsten Tour, die wir bisher gespielt haben, 6 Wochen lang. Ich habe jetzt auch 6 Wochen kein Alkohol mehr getrunken. Das könnte kritisch werden. Dann mal Prost.